diese Ostern habe ich mir was ganz Besonderes vorgenommen. Bitte, hab's auch durchgeführt. Natürlich. Meine Frau, die eiserne Lady. Ja, apropos, ich bin ja wirklich erschöpft. Aber alles, was ihr hier seht, ob es jetzt liegt oder hängt, oder bitte nichts gekauft. Alles von mir erzeugt. Bis zu den Eiern. Das. Selfie made. Ja, selber gelegt, oder wie? Das stelle ich mir lustig vor, wenn so bei jedem Ei gegackert hat. Das war so sehr ja, genau, quickende Anblick. Und wie? Die ganze Woche hat sie gegackert. Weißt du, also so still vor sich hinzuarbeiten, das liegt meiner Elfi nicht, meinem Osterhändel. Osterhändel? Das ist gut. Osterhändel, das ist gut. Das amüsiert den Glück. Ja. Elfi, ich kann dir nicht zuschauen, wie du da herumsäbelst. Komm, ich helfe dir. Nein, bitte. Guido, du weißt doch, die Devise selbst ist die Frau. Aber bitte. Gib die Finger weg, wenn ich mit dem Messer ausholst, sind sie weg. Ja? Nein, bitte. Das wäre was. Na, das wäre ja nicht so ein Problem. Nicht, ich meine, Finger weg, im Sinne dieser Verselbstständigung, diese der Selbst ist die Frau, nicht das Programm deiner lieben Elfi, dann würde sie doch den Finger glatt auch selbst wieder annähen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Apropos Finger an, habe ich euch die Geschichte schon erzählt von dem jungen Arzt, der zum ersten Mal operiert? Nein. Und plötzlich kommt so der Chefarzt vorbei und schaut ihm so über die Schulter und sagt, nein, Herr Kollege, bitte nur der Blinde muss raus. Alles andere geben Sie gleich wieder rein. Lustig. Der ist gut. Gell, Papa? Der Witz, den der Heinz gerade erzählt hat, köstlos. Das ist ganz recht. Das ist kein Witz für den Kar-Samstag, Franz. Ja, nein, ich habe ja auch nur, wollte nur ein kleines Schärflein beitragen zu dieser brausenden Kar-Samstag-Stimmung im Hause. Stellt euch vor. Die Elfi hat im Zuge ihres Osterputzes eine Tapete von uns wegradiert. Aber geh. Glaub ihm doch kein Wort. Also, dass man seine Vergangenheit ausradiert oder wegradiert, das habe ich schon gehört. Aber eine Tapete. Was sagst du dazu, Franz? Bitte, ich habe einen Spezialgummi gekauft. Ja. Und habe die Tapete tadellos gereinigt. Mhm. Ja? Wie ist halt eine vorbildliche Hausfrau zu tun. Ja, genau so. Weißt, und jetzt sieht Blümchentapete aus, als hätte eine ganze Schafherde sich durchgefressen, lauter kahle Streifen. Also, wann du das siehst, da trifft dich der Schlag. Franz? Ernst, aber... Was? Na ja, aber. Ich werde nur fragen. Franz, sag uns, was dich so bedrückt. Ja, sag's uns. Dann werden wir es unter uns aufteilen und alle traurig sein. Guido. Na ja, reden dürfen wir, du was. Vielleicht hat der Herr Sektionschef schlicht und einfach Hunger. Und es ist ja auch wirklich eine Zumutung, dass man so eine Osterbinsen, die ja, ich meine, man weiß ja noch nicht, wie sie schmeckt, weil ja die Öffnung offenbar ein Geheimnis ist, aber so von außen schaut sie ja nicht unappetitlich aus. Sie lächelt uns lächelt her und jetzt sitzt man da, starrt sie an und kriegt kein Brösel. Da muss man ja traurig werden. Habe ich nicht recht, Herr Sektionsvorstand? Ja, das Wetter ist tatsächlich für dieses Frühjahr extrem, extrem. Darf ich da vielleicht einen Schluck an Kaffee nachschieben? Ja, danke, ich hab ja. Aber du hast ihn doch ausgetrunken, ne? Nein, das macht nichts. Franz, das Gretel lässt dich extrem herzlich grüßen. Und leider hat sie heute Nachtdienst, aber morgen im Vorbeigehen kommt sie dann am Morgen, in der Früh sozusagen, kommt sie zu dir und bringt dir einen riesen Osterstrauß sozusagen als Osterhasel. Ja, danke. Die Sokol hat mir schon einen Schinken. Und Hasen esse ich sowieso nicht. Also jetzt hau ich das Messer weg. Ja, wenn's geht, nicht in meine Richtung. Ist in dem ganzen Haus kein ordentliches, scharfes Messer? Doch. Ja, wir haben... Oh, Messer haben wir. Ich werde es gleich der Frau Sokol sagen. Nein, das kann ja ich bleiben. Nein. Lass, Elfi. Weißt du, die Hila ist da eigen. Sie mag es gar nicht, wenn fremde Leute in ihren Ladeln herumstieren.
Wenigstens aus seiner Lethargie habe ich ihn jetzt aufgeweckt. Mhm. Das ist ja wirklich nicht anzuschauen, der Franz. Diese Traurigkeit, das drückt einem ja das Herz ab. Was hat er denn? Es erhebt sich nur die Frage, ja, besonders gescheite Idee ist, einen depressiven Menschen um ein scharfes Messer zu schicken. Herr Sektionschef. Ja, Herr. Ich bin schon gewundert, wer da klopft. Weil, wissen Sie, bei allen Frühlingsgefühlen, die ich habe, hätte es mich doch gewundert, wenn ein Specht da herin gewesen wäre. Warum haben Sie denn geklopft? Sie sind da in Ihrer eigenen Wohnung. Ja, warum habe ich geklopft? Ah, ich weiß schon. Wahrscheinlich haben Sie in Ihre Küche hinein wollen. Ja, das schon. Aber was machen Sie denn da? Ja, ich wasche das Geschirr ab. Ja, warum? Ja, warum? Man kann es doch nicht so dreckig stehen lassen für einen Ostersonntag. Ja, das ist schon ein Argument. Aber ich meine, warum waschen Sie das Geschirr ab? Ach ja, Entschuldigung, ja, ich hätte Sie natürlich vorher fragen müssen. Aber wissen Sie, die Frau Sokol ist einen Sprung weggegangen, weil sie ein Ostergeschenk für Sie besorgen muss. Aber Sie brauchen keine Angst haben um Ihr Geschirr. Nein, ich kann wunderbar abwaschen, also alter Junggeselle. Also bis auf einige weibliche Gastspiele in meiner Küche habe ich immer selber abgewaschen. Hm, ich nie, weil die Hilla hat das nicht mögen. Sie hat gesagt, ich stelle mich demonstrativ botschert, damit ich mein Pascha-Leben auch weiterhin genießen kann. Pascha-Leben. Was ist jetzt? Na ja, ohne die dazugehörige Sklavin gibt's halt keinen Pascha mehr. Ja, glauben Sie, dass die Hilla sich bei mir als Sklavin gefühlt hat? Nein, nicht. Fragen Sie mich so intime Sachen. Na ja, wahrscheinlich haben Sie recht. Und wahrscheinlich bin ich kein guter Ehemann gewesen. Obwohl, also, ich hab's der Hilla gegenüber, also an genügend Liebe habe ich es nicht fehlen lassen. Was? Genügend? Nein, Herr Sektionschef, man kann nie genügend genug lieben. Passen Sie auf, da habe ich einen wunderbaren Spruch gelesen. Einen japanischen. Warten Sie, vielleicht ein chinesischer? Das weiß ich nicht mehr. Da ist ja wurscht. Jedenfalls steht er auf dem Kalender von meinem Kohlenhändler. Und der lautet: Ich liebe dich mehr als alles auf der Welt. Sogar mehr als mich selber. Na, was sagen Sie, Herr Sektionschef? Ja. Also, ja. Mir gefällt der Spruch. Naja, wissen Sie, schon bei unserer ersten Begegnung habe ich bemerkt, dass sich hinter dieser wuchtigen Fassade ein sehr feinsinniger Philosoph verbirgt. Na ja, ein gelernter Autodidakt. Nicht? Wenn man dauernd im Leben auf dem Allerwertesten fällt, nicht? Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man wird böse oder man wird ein Philosoph. Naja, es gibt verschiedene Philosophen. Solche wie Sie, die mit der Philosophie ihr Leben meistern, und dann die anderen, die also ihre Weisheit immer allen an den Kopf werfen müssen. Und ich glaube, zu diesen Letzteren gehöre leider ich. Aber Herr Sektionschef, nein, man soll sich nicht kleiner machen, als man eh schon ist. Na, wissen Sie, das hat keinen Sinn. Na ja, ich komme mir halt jetzt so vor. Ja, wissen Sie, auch wenn einen die Traurigkeit, so wie Sie, umfangen hält, so wie ein Wetterfrosch im Einsiedglasl. Ja, das ist ein guter Vergleich. Ich meine, ich komme wie ein Laubfrosch, ein alter ohne Laubfrischchen. Ja, und jetzt sitze ich heute halt am Grund von meinem Gurkenglasl und nicht einmal die fetteste Fliege kann mich dazu bewegen, auf die Leiter hinaufzuklettern. Aber Herr Sektionschef, nein. Da schauen Sie, auch ohne Laubfrischchen, ich meine, also momentan ohne Ihre Frau Gemahlin, das sind Sie doch nicht allein. Sie haben doch eine wunderbare große Familie, eine liebe Familie, ja, Sie umsorgt, die sich um Sie bemüht. Ja, die habe ich. Die geht um mein Glas herum, schaut hinein, klopft ans Glas, macht Gesichter und glaubt, dass sie da... Nein, also damit... Sie ist zu lang weg, die Hilla. Schauen Sie, morgen ist Ostersonntag. Die ersten Ostern, die ich seit meiner Verheiratung ohne meine Hilla feiere. Ich darf gar nicht daran denken, nächsten Monat an meinen Geburtstag, wann dann die Hilla auch nicht da ist. Also eine antike Tragödie ist dagegen ein Lachschlager. Keine Ahnung, bitte, ich mach's aus. Du gebracht. Nein, ich weiß nicht. Nein, er hat
Er hat sein Lachen verloren. Das ist das Schlimmste. Früher hat er immer über alles lachen können. Ja, ja, das hat er. Am meisten über die Dummheit der anderen. Apropos andere, sind wir so gescheit worden? Weißt du? Das ist der plötzlich. Ja, vielleicht, bitte. Entschuldige. Nein. Ich habe mir gedacht, vielleicht deprimiert ihn sein 75. Geburtstag. Ja, der 75er, das ist schon eine Hürde für die Seele. Und überhaupt, ich kann mich noch gut an Meilen erinnern, wie das war. Also ich bin in der Nacht davor einsam im Bett gelegen und hab gesagt, siehst du. Na Moment, das passt aber nicht ganz zusammen. Also wenn Sie, ich meine, so einsam können Sie nicht gewesen sein, wenn Sie siehst du gesagt haben. Ich bin mit mir einsam im Bett gelegen. Siehst du, Guido. Ach so, siehst du, Guido. Zu mir habe ich das gesagt. Ich habe zu mir gesagt, siehst du, Guido, jetzt wirst du also 75. Das ist zwar kein Alter, aber es ist nicht mehr ganz jung. Dann habe ich mir gedacht, schäbig, habe ich zu mir gesagt, schäbig, Guido, wirst du werden. Noch und noch, schäbig. Ja. Ja. Aber es ist der einzige Trost, ist, von einem gewissen Alter ab kann sich ja die Schäbigkeit nicht mehr steigern. Danke dir schön für deinen Trost. Wirklich. Aber, Kinder, am Morgen habe ich mich in den Spiegel geschaut. So wunderbarer alter Barockspiegel. Schau mich in den Spiegel. Nichts. Nichts ist passiert. Die Züge, die Gesichtszüge nach wie vor edel. Und ein Ausdruck kühn. Naja, das gilt vor allem für mich. Beim Franzl ist das natürlich eine andere Sache. Der arme Franz. Das ist eine andere Geschichte. Muss doch einem von uns gelingen, den Franz ein bisschen aufzuhalten. Ja, vorausgesetzt, dass er mit dem scharfen Messer überhaupt wieder zurückkommt. Sie sind ja Sie sind wirklich so was von einem Zug. Herzlich. Das ist herzlich. Ein Gemüse. Nein, also im Ernst. Meine Idee war es ja nicht. Na, also bitte. Also einem von uns muss es doch gelingen. Einem von uns, hast du gehört? Sie sagt immer einem von uns. Wenn sie will, dass ein anderer was tut, das bin dann meistens ich. Du tust eh, was du schürst, ey. Ja. Wein ein bisschen, aber dann schalt um. Vielleicht fällt da was Lustiges ein. Vielleicht gibt's unter euren Neuerscheinungen irgendein lustiges Buch im Geschäft, hm? Ja, im Geschäft. Ja, im Geschäft ist aber hier doch nicht. Ja, nutzt man denn kannst das? Ja, kannst du ja auswendig dem Franz was aufsagen, kannst rezitieren. Nun bin ich der Herr Aibinger. Nein. Aber da fällt mir etwas ein. Wir haben doch dieses Bändchen. Das ist eine Sammlung von Briefen, die Autofahrer nach einem Unfall an ihre Versicherungen schreiben. Das ist ganz du, das ist komisch. Ist das ein Witz? Ernstlich? Ja. Ja, tatsächlich. Ein Buch? Ja. Also ich würde sagen, es ist verlegt worden. Der Humor der Familie Lafitte ist wirklich von einer herzerfrischenden, makabren Art. Ich meine, was Briefe von Unfallopfern, ich müsste ihn vorlesen. Ich glaube, der wird sich buckelt lachen, dem Papa. Ja, wozu haben wir es denn gekauft? Franz, du bist es ja, sag mal, du kommst so ein Zufall. Wieso Zufall? Ich wohne ja hier. Gut! Das Klein, der Klein. Ich wohne ja hier. Das ist ein bisschen langweilig. Nein, den Zufall meint er, weißt du, weil er hat gerade von lustigen Unfällen hat er gerade erzählt. Hast du das scharfe Messer gefunden? Nein, ich habe gar nicht danach gefragt. Na, er hätte ja auch gar nicht gewusst, wo es ist. Ja? Welcher er? Die Frau Sokol? Na, die ist ja gar nicht da. Also, ich muss jetzt was erledigen. Es wird dir jetzt sofort gut gehen. Ernst, der hat so eine lustige Geschichte. Nein. Komm, erzähl, Ernst. Nee. Pass auf, das wird dir gefallen. Pass auf. Also. Ja, was? Naja. eigentlich ist es wirklich saugspaß. Erzähl, weißt du, erzähl. Ja, also, der Schreiben. Ich muss schon lachen, wenn ich nur dran denke. Pass auf, da schreibt ein Autofahrer, nachdem er einen Unfall hatte, an seine Versicherung. Der Fußgänger vor mir sprang zuerst nach rechts, dann sprang er nach links. Und weil er sich nicht entscheiden konnte, habe ich ihn überfahren. Ja. Das ist naja. War er schwer verletzt? Wer? Na, der Fußgänger. Ja, das weiß ich nicht. Schrecklich.
bisschen ein mittlerer Erfolg, die Geschichte, nicht gewesen, bei deinem Papa. Ich schäme mich. Ich schäme mich. Das ist unverzeihlich, wirklich. Wie kann mir denn sowas passieren? Wie kann mir sowas passieren? Sowas Geschmackloses erzähle ich Ihnen. Geschmacklos, du hast dich bemüht. Ja, ich wollte Ernst, ihn auch. War sehr lieb von dir, ich wollte ihn zum Lachen bringen, aber das ist doch kein Mittel. Sag einmal, du tust halt überhaupt nichts. Sonst schüttelst du die Pointen nur so aus dem Ärmel. Ich schüttel die Pointen aus dem Ärmel. Aber bis jetzt habe ich aber nichts bemerkt davon. Nein, weil es sind ja auch meistens subtile Pointen, die ich aus diesem Ärmel schüttel, nicht? Ja, der Ernst merkt die sofort. Naja, subtile Pointen, Geschichten. Nein, eine Geschichte wüsste ich schon. Ja. Die ist wirklich lustig. Also. Nein, das ist wirklich eine lustige Geschichte. Die ist einem Freund von mir passiert, dem Bertel. Da muss ich euch nicht uns erzählen. Wir haben schon, wir kennen ja schon immer vor Lochen. Das Ei liegt auch einsam da. Ist es guten Appetit. Es ist etwas röt von der Schale, macht aber nichts. Mein Rat, meine Bitte an Sie ist, gehen Sie hinein zu ihm, zum Franz, ins Arbeitszimmer und tun Sie Ihr Bestes. Gern, weil es mir gelingt. Ich möchte es gerne versuchen. Also gut, dann gehe ich jetzt da hinein und werde versuchen, den Opa aufzuheitern. Nicht? Im Augenblick sind alle Leitungen besetzt. Bitte warten. Im Augenblick sind alle Leitungen besetzt. Bitte warten. Das ist wirklich unglaublich. Verzeihen, entschuldigen Sie, störe ich Sie, Herr Sektions? Ja, nein, so, bitte, es ist irgendwas Dringendes. Was ist denn? Nein, es ist nichts Dringendes. Ich würde Ihnen gerne eine umwerfend komische Geschichte erzählen. Warum? Na, warum nicht? Ich meine, es ist wirklich sehr wirklich komisch. Das ist einem Freund von mir passiert, dem Bertel, wissen Sie? Den kenne ich nicht. Den können Sie nicht kennen, weil der Bertel lebt in Herzogenburg. Also, so lebte in Herzogenburg, nicht vor seiner Scheidung. Jetzt ist er in Wien, aber Moment. Der Scheidung war er in Herzogenburg. Sie wollen mir von einer Scheidung erzählen und das soll lustig sein? Ich meine, eine Scheidung, wenn also zwei Menschen, die bisher gut mit, jetzt sich nicht mehr vertragen, also das ist doch nichts zum Lachen. Nein, da haben Sie schon recht. Aber es geht ja nicht um die Scheidung, es geht ja darum, was vor der Scheidung passiert ist. Nicht, also die... Das ist wirklich lustig. Die Frau von Bertel, ja, die Inge... Ja, die kenne ich auch nicht. Nein, die können Sie auch nicht kennen, weil die ist nämlich auch in Herzogenburg, also war in Herzogenburg. Also, die ist dort geblieben? Nein, ja, natürlich. Die ist also vor der Scheidung waren sie beide dort und jetzt nach der Scheidung lebt nur die Inge dort in Herzogenburg. Ja, und die Sache ist die... Ja, Herzogenburg, da war ich einmal mit der Hilla dort, das ist ein sehr netter Ort und da waren wir im Hotel Post. Kennen Sie dieses Hotel? Nein, ich war noch nie in Herzogenburg. Ah, da sollten Sie aber einmal hinfahren, schon Ihren Freund besuchen. Aber der ist ja nicht mehr dort, der Freund. Nein, der war doch nur bis zur Scheidung dort. Jetzt lebt er ja in Wien, der Bertel, nicht? Ja. Also, und zu diesem Bertel sagt seine Frau, die Inge. Bitte, vor oder nach der Scheidung? Nein, vor. Ja, es war alles vor der Scheidung. Und vor der Scheidung sagt die Inge. Ja, Sie erinnern sich noch an die Inge, sagt zu dem Bertel, ihrem Mann, sagt sie, Bertel, ich habe nichts zum Anziehen. Vor der Scheidung. Ja. Darauf kommt der Bertel am nächsten Tag nach Hause, macht die Tür auf und sagt... Es läutet. Nein, er hat ja einen Schlüssel gehabt, der Bertel. Ich meine, er war ja mit ihr verheiratet, mit der Inge. Ja. Also er sagt, mit einem riesen Paket, das stellt er ab und sagt, so, da hast du alles zum Anziehen, was du je brauchst. Und was war in dem Paket drinnen? Eine Nähmaschine. Ah ja? Eine Nähmaschine. Ja, ich hab's gehört. Ich bin ja nicht taub. Ja, und? Ja. Und dann haben sie sich scheiden lassen. Ja, aber das ist doch eher traurig. Ja, das ist traurig. Es ist zum Heulen fast. Ja, aber Sie haben mir doch eine lustige Geschichte erzählen wollen. Nein, das... Entschuldigen Sie die Störung. Bitte. Geh schon. No. Hat er ja. No. Nein, aber ich hätte fast geweint. Wieso? Kommen Sie, liebe Herr. Schau, bitte. Ja, wer kommt denn da? Ja, ich möchte einen Frühjahrsgruß bringen und der Familie Lafitte frohe Ostern wünschen. Schön. Danke, gleichfalls. Bitte schön. Gleichfalls. Ja, wer es gleich einwässert. Also, was sagt Herr Dr. Gröner, unsere Rettung. Ja, bravo. Ja. Na, schaut, was er da in der Hand hat. Was hat er in der Hand? Na bitte, ein Osterhasenhut, das nicht lieb. Das hat mir die Niki besorgt. Die hat gemeint, ich soll das morgen früh aufsetzen, dann hat mein Sohn sicher was zum Lachen. Aha, das brauchen wir. Zum Lachen, das brauchen wir. Aber was ist,
Erklären wir es, was ist die Idee? Ja. Tragt man das vorn, tragt man es hinten? So, was ist es eigentlich? Sollen wir gleich machen, setzen Sie ihn einmal. Bitte. Ja. Na bitte, hier. Ja, jetzt. Ja, hier, Kostümprobe. Ja, zu mir herunter. Ein bisschen unpassend, finden Sie so, nicht? So, sitzt er. So. Na, süß. Ja, ja, jetzt ist es ein Bild, ein Osterbild. Das, lieb. Sehr lieb. Ja. Passt Ihnen wirklich gut. Ja. Also ich weiß nicht, wann ich ein Kind wäre. Ja. Ich werde fest die Augen zudrücken, werde Ostern ganz schnell vergessen und mich voll auf Weihnachten konzentrieren. Ja. Ich habe eine Idee. Sie lassen das jetzt auf. Gehen Sie ganz normal zu meinem Schwiegervater hinein und sagen Sie einfach, Grüß Gott, Herr Sektionschef. Ja? Nein, bitte, das tue ich nicht. Vielleicht wird er böse werden. Aber das ist er ja schon. Das ist überhaupt nicht wahr. Er ist ein bisschen deprimiert. Ne? Das ist halt. Nein, kommen Sie, seien Sie kein Feigling. Gehen Sie, er wird Ihnen schon nicht die Ohren abreißen. Wie geht er wohl? Vielleicht alle vier. Heute ist also ein sehr starker Personenverkehr bei mir. Ja, grüß Gott, Herr Dr. Kröner. Grüß Gott, Herr Sektionschef. Ja, na? Grüß Gott, Herr Sektionschef. Ja, ja, das haben wir schon gehabt. Bitte, wollen Sie Platz nehmen? Ja, danke. Bitte, aber eigentlich eher, ich muss das erklären. Ich hätte nie gewagt zu stören, aber die Frau Elfi hat mich hereingeschubst. Geschickt. Ja, wenn die Elfi sowas vorhat, also da kann man. Aber bitte, na, wie geht's denn der Niki? Ja, danke, der Niki geht's gut. Mir geht es auch gut. Da, danke. Das ist schön, dass es also doch zwei Menschen gibt, denen es gut geht. Naja, ihr habt euch ja auch beide. Aber bitte, was wollten Sie mir denn sagen? Ja, ich wollte eigentlich gar nicht. Die Frau Elfi hat gemeint, ich soll was sagen. Na, und was hat die Elfi gemeint, dass Sie mir sagen sollen? Grüß Gott, Herr Sektionschef. Das ist schon das dritte Mal jetzt. Also. Ja, bitte, ich meine, ich glaube, ich gehe jetzt besser wieder, lieber. Ich meine, weil ich muss jetzt nämlich. Grüß Gott, Herr Sektionschef. Was war? Wie hat er denn reingeschaut? Nie im Leben werde ich diesen Blick vergessen. Hat er sich so amüsiert? Ja. Na, so durch und durch war er. Durch mich hindurch. Ich bin mir vorgekommen wie der Hase in diesem Theaterstück. Ich war unsichtbar für den Opa. Total. Vielleicht hat er sie nicht erkannt. Ja. Von nun an werde ich für den Opa immer der Osterhase sein. Schrecklich. Schlecht. Was soll ich ihm nur sagen? Ja, aber nachdem Sie aller Voraussicht nach eh wieder erst in ein Jahr kommandieren, brauchen Sie sich ja nur frohe Ostern merken. Also das siehst du, was du angerichtet hast. Du, wenn du vielleicht glaubst, dass du als nächstes mich da hineinschicken kannst, dann irrst du dich. Das sage ich dir gleich. Das kommt nicht in Frage. Ich bin denn nicht die Einzige, die in der Familie sich um den Franz Sorgen macht. Ich bitte euch. Ich meine, das ist doch wirklich wie, er geht da, er stürzt von der Jause weg, geht hinein. Ich meine, wir wissen ja nicht einmal, was er in dem Arbeitszimmer, was er überhaupt macht. Ja, das kann ich euch schon erklären, was er dort macht. Er hat der Hilla telegrafiert. Er hat der Hilla telegrafiert alles, was ihm am Herzen liegt. Alles hat er das telegrafiert, das Kostenvermögen, da ist die ganze Erbschaft futsch. Das habt ihr ja, die Erbschaft, dann der Post geschenkt. Ja, diese Erbschaft. Diese Erbschaft, die ist überhaupt an allem schuld. Die ist daran schuld, dass aber schließlich und endlich, also seit die Hilla weg ist, also, ich halte das nicht mehr länger ohne die Hilla aus, so ganz allein. So ganz allein? Na, entschuldige, das ist aber wirklich ungerecht von dir. Wir alle zersprageln uns für dich. Ja, das halte ich eben auch nicht mehr aus. Aber entschuldige, wir bemühen uns, aber die ganze Zeit sitzt du sowas von Tramhaper da. Ja, und aus diesem Grund hat ihre liebe Familie beschlossen, ein Unterhaltungsprogramm für sie
aufzubauen. Nicht? Die Lafitts, wie sie singen, wie sie lachen. Ja. Es ist gut, dass Sie darauf kommen. Zu diesem Punkt möchte ich in aller Deutlichkeit jetzt etwas sagen. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Es ist nämlich so, dass ich... Nein. Bleiben Sie nur ruhig sitzen, Herr Dr. Gröner. Ich habe noch nicht zur Hasenjagd geblasen. Ich meine, ich wollte nur... Ja, Sie wollten nur etwas sagen. Zum Beispiel, grüß Gott, Herr Sektionschef. Nein, nie wieder. Na, das hoffe ich, dass das nie wieder. Aber bitte Ihnen verzeih ich, weil Sie sind ja nur angestiftet worden zu dieser Kaninchennummer. Aber ihr kennt mich so schlecht, dass ihr geglaubt habt, ihr könnt mit diesem Wurstelbrauter, mit diesem Affenzirkus, mit Waschmaschinen aus Judenburg... Nein, entschuldige, nicht bis in den Sektionschef, es ist eine Nähmaschine aus Herzogenburg. Aber das ist doch ganz wurscht. Ihr habt geglaubt, ihr könnt mich damit aus meinem Betrübnis herausreißen? Nein. Ich brauche die Hilla. Mir fehlt die Hilla. Ich bin traurig wie ein geprügelter Hund. Und dann kommt's ihr her und führt's mir ein Kasperltheater vor. Franz, du, wenn du dir unbedingt leid tun willst, bitte. Sag's, brauchst es nur zu sagen, ja, und ja, wir richten uns danach. Ich hab geglaubt, ich brauch es nicht sagen. Ich hab geglaubt, ihr werdet von allein draufkommen. Ich hab geglaubt, ihr werdet wissen, dass man an einem Tag wie an diesem, am Karsamstag, über irgendetwas Besinnliches redet. Ja. Was Menschliches, aber bitte. Ja, bitte, Mensch, wir können nicht mehr tun, als dir eine schöne Osterjause machen. Und das ist meine Pinze ein bisschen hart. Ich meine, deswegen ist ja nicht gleich die Besinnlichkeit. Aber es handelt sich nicht um deine Pinze, sondern es handelt sich darum, dass ich gehofft habe, wir werden hier beisammen sitzen, werden ein bisschen reden, vor allem über die Hilla, werden davon reden, dass es früher schöne Ostern gegeben hat, dass es wahrscheinlich wieder schöne Ostern geben wird, wenn die Hilla da ist. Und was macht ihr? Ihr führt's mir hier auf, die Rocky Horror Picture Show. Ihr utriert, dass die... Deswegen wollen wir doch nicht mit Torten schmeißen. Mit Torten schmeißen? Atascha, ja. Da kommt also jetzt noch als dritter Akt, ein dritter Akt-Komiker herein. Nein. Geht das so weiter mit Jubel, Trubel, Heiterkeit? Du schaust denn da mich an? Ich hab damit bitte nichts zu tun. So. Ich schwör's wirklich... Ich habe damit nichts zu tun. Also, da fällt mir ein, ich habe noch schrecklich viel zu tun. Die Niki, mein Sohn, ich soll mich verstecken und grüß Gott, Herr Sektion. Fröhliche Ostern. Ein Osterhase. Ja. Hab ich vertrieben vielleicht? Es geht hier nicht um Hasen, es geht hier um viel Ungeheuerlicheres. Also viel Ungeheuerlicheres als diesen Meister Lampe kann ich mir nicht vorstellen. Wenn der so dramhappert und verstört vor seinem armen Buben morgen da so herumtammelt, dann wird das kleine Bauch seinen Hasentraum. Ja, Herr Windeck, Sie haben jetzt Sendepause mit Ihren humorigen Bemerkungen verstanden, nicht wahr? Bitte, und was nun diese neuen Bemühungen betrifft, mich durch Humor aufzuheitern, da möchte ich dazu jetzt etwas sagen. Ja, bitte nicht böse, aber bevor dieses rhetorische Glanzstück losbricht, muss ich mich leider verabschieden. Ich habe nämlich auch für Ostern noch einiges zu Hause. Ich muss so Eiern bemalen und verstecken. Ich möchte mich wirklich, entschuldigen Sie, verabschieden und wünsche der lieben Familie Lafitte, dass die Ostern genauso lustig und beschwingt enden mögen, wie sie begonnen haben. Danke. Vergessen Sie uns nicht. Herr Sektionschef, ich werde Ihnen jetzt diese Torte darlegen, und zwar haargenau der Reihe nach. Bitte dich, De Rosel, reg dich nicht auf. Ich reg mich gar nicht auf. Ich zerspring nur vor Zorn. Aber dazu besteht doch überhaupt kein Anlass. Die Sache war ich so... Ich bin jetzt dran, wenn Sie so freundlich werden. Ja, ich bin nämlich hier zu Hause, wenn es gefällig ist. Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Doch, das hat schon damit zu tun. Das ist nämlich mein Revier hier, in das Sie heimtückisch und nicht sehr schön eingebrochen sind. Aber nur, weil ich so eine blöde Gans bin und so vertrauensselig. Ja, das bist du, De Rosel. Wie ein Kind. Du misch dich da nicht hinein, ja? Er meint es doch nur gut. Wenn der Herr Herbert etwas gut meint, das bestimme ich, weil das ist nämlich auch mein Revier. Also, dass ich Ihnen dazu, Herr Sektionschef, ich sag vertrauensselig, wie ich bin, dieser
Dame da, sag ich im Plaudern, dass ich eine Ostertorte unten beim Beck bestellt habe am Eck. Denn, mein, so gut ich auch sonst beim Kochen bin. Also bitte, bitte, darüber ließe sich diskutieren. So gut ich auch sonst beim Kochen bin. Nur bei den Torten, da lasst es halt ein bisschen aus. Wissen Sie, ich habe Torten eigentlich nie sehr gern machen mögen. Also Kochen ja und Bäckereien auch, aber Torten nein. Bitte, könnten wir vielleicht zur Sache kommen? Herr Sektionschef, ich stehe mittendrin. So. Also es ist ja so. Und da rede ich also mit ihr, sage, dass ich diese Torte bestellt habe, nicht? Ja. Da sagt sie drauf. Das ist aber doch eine sehr gute Idee, ja, sagt sie. Und ich beschreibe ihr das Ganze noch. Und auf einmal kriegt sie so einen Blick. Sie, der hätte mich ja gleich müssen aufmerksam machen. So einen hämischen Blick. Einen hämischen Blick? Was sollte das jetzt wieder heißen? Sie schaut im Wörterbuch noch, Ina werde nichts mehr übersetzen. Also gut, sie schaut und geht. Und was ist jetzt? Jetzt haben wir fast die gleichen Torten, fast ein Zwillingsstück. Ja, ja, bitte, bitte, nein, nein, da muss ich doch eingreifen. Da besteht nämlich ein kleiner, aber feiner Unterschied. Meine habe ich nämlich selber gebacken und selber dekoriert. Weil bei mir lasst es, um mit der Frau Sokol zu reden, beim Tortenbacken nicht aus. Und somit erlaube ich mir Ihnen, Herr Sektionschef, Ihnen im Namen von Herrn Dr. Hollmann mit diesem Präsent ganz herzlich frohe Ostern zu wünschen. Ja, so, da danke ich Ihnen vielmals, liebe Marianne, und auch natürlich dem Dr. Hollmann. Das ist ja wirklich eine reizende Idee. Ja, aber meine. Ja, und deine gibst du ihm heute auch, dann hat er zwei und alles ist wieder in Ordnung. Ja, na, der Herr Herbert hat natürlich recht, wie immer. Zwei freue ich mich natürlich noch mehr wie über einen. Damit ist aber die Sache nicht erledigt, weil im Grunde ist das ja eigentlich gesetzlich strafbar. Na, aber bitte, Frau Sokol, jetzt übertreiben Sie aber. Ich übertreibe nie. Und außerdem weiß der Herr Sektionschef eh, was ich meine, weil der ist nämlich ein Experte. Nein, liebe Frau Sokol, also in Torten bin ich wirklich kein Experte. Sektionschef, ich meine Sie ja auch nicht auf dem Gebiet der Torten, sondern Sie tun doch Schreiben und Vorträge halten über das Ursprungsrecht, ja? Ach so, ja, über das Urheberrecht, ja, da kenne ich mich ein bisschen aus. Na eben, und das ist strafbar. Also ich glaube, der Rosal, jetzt hast du dich ein bisschen verrannt. Nein, Ideengrabschen ist ein Defekt. Sie meint ein Delikt. Die Gute. Ich bin nicht Ihre Gute, und gestohlen ist gestohlen. Ja, Moment. Frau Sokol, Sie gestatten, Marianne. Ich habe einen Vorschlag für Sie. Ja. Eine Frage, Sie mögen mich doch auch ein bisschen, nicht? Ja, Sie schon, Herr Guter, Sie grapschen ja auch nicht. Ja, ich grapsche Ideen höchstens. Früher habe ich anderes gegrapscht, aber lassen wir das. Ich habe einen, sag ich nichts, habe einen Vorschlag für Sie. Sie schenken mir diese Prachttorte, mir diese Prachttorte, und versüßen damit einem einsamen Junggesellen, ich bin diesmal einsam, das Osterfest. Naja, schon, na klar, ja, aber wissen Sie, eigentlich habe ich es ja vor meinem geistigen Auge ganz anders ablaufen gesehen. Na, schau, Deros, sei doch lieb, gib ihm's, tue Gutes und red nicht drüber. Hm? Frohe Ostern, Herr Guter. Danke Ihnen, Bauch, wollte ich sagen. Nein, das glaube ich nicht. Wissen Sie, weil es kränkt ja einen empfindlichen Menschen zu einem Verrat. Nur, es sind 6 Eier drin, hat der Bäcker gesagt. Und keine Margarine, reinste Butter. Also apropos Butter, jetzt, wo Sie die Torten nicht mehr halten müssen, jetzt gebt euch die Hände und alles ist wieder in Butter. Sie sind der geborene Friedensengel. Sie hat schon wieder dieses Klubschauge, dieses, aber diesmal nicht auf die Torte. Aber Frau Sokol, Sie werden doch nicht einen entzückenden kleinen Verfolgungswahn entwickeln. Was für einen Wahn ich entwickle, das kann Ihnen wurscht sein, weil Ihnen werde ich meine Seele nicht mehr offenbaren. Ich bin ja nicht deppert. Oh. Jetzt, um den Osterfrieden zu besiegeln, da habe ich eine wunderbare Idee. Ja. Ich lade die beiden Damen auf ein Glas Heuring ein. Ah. Oder zwei oder drei oder vier. Aber jetzt gleich, ja? Und die Schürzen, die lasse ich da, weil die ist ja Eigentum des Hauses. Weil sonst wirft mir mein Derosel vor, dass ich auch noch grapsch. Ja. Aber wirklich nur ein Gläsli. Der Wiener Heurige steigt mir immer so zu Kopf. Ein und Gläsli. Da bin ich dann ganz wehrlos. Ah, das ist gut, auf das freue ich mich. Ich muss nur noch einen Sprung in die Wohnung, mich etwas herrichten. Was noch mehr? Ui, da werden Sie uns beim Heurigen gar nicht hineinlassen. Herrschaften, wenn ich es bemerken darf. Gute Taten stecken mich immer an, so wie wir schnupfen. Marianne, entschuldigen Sie, wenn ich etwas feierlich werde. Nehmen Sie, mit deiner gütigen Erlaubnis, liebe Elfi, nehmen Sie ein Geschenk für unseren lieben Dr. Hollmann mit. Oh. Und zwar diese Original-Elfi-Pizza. Pinze, wollte ich natürlich sagen, die Elfi-Pinze. Bitte dort. Steht sie. Aber mein Güter, nicht die, die ist doch... Aber, bitte?
Ja, also bitte einen sehr, sehr schönen Gruß an den lieben Herrn Dr. Hollmann. Von mir, ja? Und sagen Sie bitte, von mir persönlich selbst gebacken. Eben drum, der arme Mensch. Das finde ich aber sehr lieb. Also, der Herr Hofrat wird sicher sofort ein Stück kosten, weil er nascht so gern abends beim Fernsehen. Ich danke sehr und wünsche allgemein als noch... Als Bettnümpferli soll es mitnehmen. Schönes Osterfest. Ja, gleich auch. Alles Schöne, liebe Maria. Es ist aber wirklich schade, dass es hier keinen Hinterausgang gibt. Oder wir tun uns Leintücher zusammenknüpfen und lassen uns seilen uns beim Fenster. Hat sie nicht einen goldenen Humor, meine Frau Rosa? Ja, ja. Lustig. Ich muss immer so viel lachen. Ich kenn's ja nicht auch so, Herr Sektionschef. Ja, mir geht's auch so. Ja. Also dann mach ein schönes Knicksel, die Rosal. Und ich mach einen Diener. Und wir wünschen ein frohes Osterfest. Oh, ich weiß. Alles Schöne, ja, frohe Oster. Na, servus, auf die. Schön. Ja, wunderbar. Gib auch davon was um. Auf die Zahnarztrechnung vom Dr. Hollmann können wir uns freuen, wenn der den ersten Biss in deine Pinze hineinmacht. Also das war jetzt bereits die zweite ziemlich gemeine Bemerkung. Gegen mich als Hausfrau. Ja, ich bin ja wirklich eine berufstätige Frau, die nicht einfach hergeht und jetzt einfach irgendwas kauft und so, sondern die sich hinstellt, selbst backt, selbst... Was? Jetzt lachst du, was? Ja, jetzt haben wir uns die ganze Zeit Wurzelbäume haben wir geschlagen, dass wir dich zum Lachen bringen. Witze haben wir uns ausgedacht. Ja. Und jetzt lachst du aber sehr unpassenderweise über mich. Nein, für du wirklich, ich lache überhaupt nicht über dich. Ich lache über den Guido. Warum lachst du? Schaut euch einmal den Guido an, wie er so da steht. Wie bestellt und nicht abgeholt, so mit der Torte in der Hand. Na ja, ist schwer genug. Und dazu noch das Hangerl drüber. Also wirklich, er schaut doch so aus wie ein überreifer, in die Jahre gekommener Piccolo. Überreif, in die Jahre na, du hast es notwendig, bist ja auch kein Backfisch mehr. Feiert dieser Mensch seinen 75er, sagt die anderen sind... überreif und in die Jahre gekommen, dann möchte ich doch, jetzt möchte ich wirklich wissen, wer von uns beiden schaut älter aus, du oder ich? Guido, wenn du dich so aufbudelst, dann bist du noch spaßiger. Ich budel mich auf? Ja. Budel ich mich auf? Ernst? Aber natürlich. Elfi, budel ich mich auf? Aber keine Spur vom Budel. Budel mich nicht auf. Nein, du budelst überhaupt nicht, Guido. Aber das ist der Franz, der hat einen boshaften Humor. Ja, diese Art von Humor ist mir völlig fremd. Ihr habt das einfach, du auch. Also ich bin dir völlig fremd, mein Ehegemahl? Aber wissen, das liegt bei euch wirklich in der Familie, dieser Sarkasmus. Dieses, ja, sich über andere lustig machen. Der Mensch macht sich lustig über dich. Du sagst es, Elfi, du sagst es ganz genau. So, da steht's jetzt, die Torten. Ja. Darf ich bitte? So, und jetzt schaust du nicht wie ein Piccolo aus, dazu bist du viel zu abgenützt, sondern wie ein alter Ober mit seinem Hangerl. Alter Ober mit einem Hangerl, der Franz. Alter Ober. Über das kann ich wieder überhaupt nicht lachen. Das ist nämlich genau dasselbe, was ich vorhin gemeint habe. Bitte schön, bitte. Jeder lacht, wann er lachen will. Herr Ober, ein Bier, aber ein frisches, nicht so ein Hansel wie letztes Mal. Ja, sonst gibt's kein Trinkgeld. Eben. Ja. Liebe Freunde, ihr könnt's mich nicht ärgern. Mich schon. Weil ihr alle auf mich losgeht, über mich als Hausfrau. Ja, alle, du, der Guido, der Moment, ich habe heute noch kein Wort der Kritik über dich geäußert. Ja. Wenn nur die Hilla schon da wäre, die geht mir so ab. Wirklich, ich meine, die Hilla hätte sich gefreut, die Hilla hätte sich über meinen Backen gefreut. Und die Hilla ist ein vollkommen anderer Mensch. Ihr habt ja nicht einmal gekostet. Ihr wisst ja nicht, da sind wirklich so gute Sachen drin gewesen. Entschuldigung, ich bin wieder da. Ja, ja. Sokol, das sehe ich. Wieso? Ist denn was passiert? Nein, das... Ich meine, was ist mit dem Heiligen und mit dem Friedens? Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke schön, ist nichts.
Jetzt soll ich es in der Länge oder Kürze erzählen, Herr Sektionschef. Ja, also fangen Sie halt an einmal. Also, es war das so. Die Marianne ist die Stirn hinuntergeschritten und wir sind schon unten gestanden. Der Herr Herbert und ich nicht. Und sie ist geschritten. Ja, das mit dem Geschritten haben wir schon gehabt. Wie geht's weiter? Also, es geht so weiter. Man glaubt dann doch, das Schicksal hat ein bisschen, obwohl das Schicksal, manchmal kann es schon so sein. Wie? Naja, das ist einem Menschen, der es verdient, auch ein Glanz. Deshalb gibt jedenfalls, wenn wir da warten, die letzten drei Stirn hat es nicht erwischt, platsch, runtergefallen. Ja, ja, direkt den Herbert vor die Schuhe. Moment, Frau Sokol, das Schicksal hat ihr einen Stesser gegeben. Waren das nicht vielleicht doch Sie? Erstens sind wir unten gestanden, habe ich leider gar keinen geben können. Zweitens bin ich nicht für Gewalt. Beim Heurigen hätte ich ja manches, aber nur mit Worten, sonst nicht. Ne? Und ist hier aber was passiert? Aber nein, das werte Haxerl hat sich ein bisschen verstaucht. Aber sie auftreten hat sie nicht können. Und da hat der Herr Herbert gesagt, das muss natürlich sofort geröntgt werden. Und mit ihr ist er jetzt hingefahren zum Röntgen. Ja, aber sagen Sie, Frau Sokol, ich meine, ich will ja kein Misstrauen in Ihre Anima Candida hineinträufeln. reine Seele. Will ich nicht hineinträufeln, aber da sind Sie nicht mitgefahren. Nein, der Herbert hat gesagt, die Soja und die Marianne hat gesagt, also fahren Sie doch mit, Sie werden mich doch mit Ihrem charmanten Herbert nicht allein lassen. Aber da habe ich darauf gesagt, Sie können mich. Aber Frau Sokol, sowas einer Verwundeten. Sie können mich sicher entbehren, habe ich gesagt, sehr elegant. Habe ich gesagt. Ja. Aber ich muss schon sagen, mir fällt die Kniff raus. Ja. Bei solchen Sachen, wo einem so was über die Leber rennt und so, da war sie immer sehr wichtig. Sie hat immer so die richtigen und tröstenden Worte gefunden. Ja. Wie herrlich war das. Mir hat sie immer ein Osterei gegeben, ein riesen Osterei aus Papier, Maché mit einer Flasche Cognac drin. Gut, Wein jetzt nicht hier. Schön. Ich werde versuchen, die Hilla zu ersetzen. Von mir kannst du natürlich kein Papier-Maché-Ei haben mit einem Cognac, aber du kriegst eine Krawatte. Normal verpackt. Danke vielmals, das ist reizend von dir. Aber die richtigen Ostern sind das nicht. Ohne dieses Riesen-Osterei sind es für mich keine Ostern. Das kann ich verstehen. Ja, aber bitte, ihr sitzt hier wie eine Trauergemeinde. Also, wenn euch die Hilla so sehen würde, der möchte das nicht gefallen. Ja. Naja. Weißt du, ungefähr so bist du vorhin gesessen. Nein, bitte, Sie, liebe Frau Sokol. Tun Sie Ihren Kummer pflegen, nicht wahr? Ja, mit einem Ei, mit einem Osterei. Ist ja schließlich Osterei. Eben, nicht? Aber gut abschämen noch. Da ist noch ja. Ach ja. Guido, du sagst es. Ja. Die Hilla fehlt uns an allen Ecken und Enden und das Osterei von hier. Kannst dich erinnern? Immer unsere Ostersonntage, wenn die Hilla die Geschenke versteckt hat und wir stundenlang gesucht haben. Ja, so gut, schön. So gut versteckt haben sie die Ostereier, dass wir manche noch im Herbst gefunden haben. Ja, und sie, mein Osterei, um dieses Riesen-Papiermasche-Osterei, hat sie mir eine schöne rosa Masche gebunden. Und jetzt sitzt die arme Knefrau bei den nackten Neger. Ja, ich bitte Sie, in Brasilien gibt es ja nicht nur Nackerte, liebe Frau Sokol. Nicht, wenn man absieht. Ein Telegramm. Und wisst ihr von wem? Von wem? Von der Hilla. Von der Hilla. Moment, bitte sehr. Also, Angele fast Erle. Was? Angele fast Erle? Habt ihr einen Geheimcode? Aber nein, das ist ein bisschen verstümmelt. Was ist eine Frau verstümmelt? Nein, Telegramm. Also, ich werde versuchen. Also, hört. Angele gen Heid fast Erle dickt. Von der Erbschaft bleibt nicht viel mehr als deine Brotmarkensammlung. Was, die sind reuniert da unten? Aber nein, das ist natürlich wieder mal der Druckfehler, nicht wahr? Das muss heißen, als deine Briefmarkensammlung. Was, Sie haben eine Briefmarkensammlung geerbt und deswegen bleibt die Knefrau so lang fort? Nein, ich habe keine Briefmarkensammlung geerbt, sondern es wird gerade noch so viel Geld überbleiben, dass ich meine Briefmarkensammlung, die ich versetzt habe, um einmal zu ihr hin und wiederum auslösen kann. Na, bitte, wunderbar. Dann heißt es noch im Telegramm, komme spätestens in 14 Tagen zurück. Wünsche euch allen frohe Ostern. Herzlichst, eure Hilla. Ist es schön. 14 Tage? Oh, was schön. Ja. Erst in 14 Tagen? Ja, leider zu spät für Ostern. Für mein Cognac auch. Ich kann doch nicht noch 14 Tage wegbleiben. Moment. Also vorhin habt ihr alle eine so unendliche Lustigkeit entwickelt. Und jetzt, wenn wirklich eine lustige, gute Nachricht da ist,
dann seid ihr auf einmal alle Trauerweiden. Aber gut, gut, ich will ja Gleiches. Mit Gleichem vergelten, ihr wart so gut, habt euch bemüht, mich darum zum Lachen zu bringen. Schön, ich werde mich jetzt ein bisschen arrangieren. Nicht wahr? Ja. Bitte, zum Beispiel, kennst du, lieber Ernst, einen Satz mit Finanzlandesdirektion? Finanzlandesdirektion? Ja. Nein, kennst du nicht? Nur Schreckliche, die will ich ja. Zirkt den Delfin ans Land, das Tier regt sie ohne dies nicht mehr. Bitte, den verstehe nicht, welches Tier? Lass mal versockeln. Ein anderes Beispiel, vielleicht weniger kompliziert. Bitte, etwas anderes. Also einen Satz, wo vorkommt Othello, Desdemona und Iago. Alle drei. Alle drei. Es schaut, ein Schauspieler schaut durch das Guckloch da beim und sagt, oh, die Logen sind leer. Ob das die Monatsgage ergibt, ja, gar keine Spur. Hab ich noch eher den mit dem Delfin verstanden. Ja. Der Witz hat schon so an Bord, dass man drüber stolpert. Ja. Gut, du schau, einen Witz kann man auch öfters hören. Das ist doch ganz wurscht. Nur lass noch einen hören, ja, wenn du ihn auf Zum Beispiel, kennst du das mit